Ja, guten Abend zusammen. Ich habe mal eine Frage. Wer möchte gerne auf der Straße fotografieren? Bitte Hand erheben. Und wer tut das nicht, weil er die Hosen voll hat? Gut. Oder Recht am Bild? Wer wegen dem Recht? Wer wegen dem anderen? Okay. Gut, ich hoffe, ich kann euch ein bisschen die Angst nehmen oder die Motivation steigern, dass ihr es trotzdem tut. Kurz zu mir, ich komme aus der Schweiz, wie man unschwer hören kann. Ich mache das nicht hauptberuflich, ich arbeite zu 100% in der Informatik für den öffentlichen Dienst. Ich arbeite da für den Kanton, das ist wie das Bundesland. Das ist so ein Beamtenjob. Deshalb mache ich dann solche Bilder, damit ich die Herausforderung in meiner Freizeit habe. Der Job gibt mir aber genug Freizeit und auch das nötige Geld, damit ich mir das Hobby finanzieren kann, weil es ja kein Geld gibt dafür. Und ich mache das seit etwa 3,5 Jahren, nur auf der Straße zu fotografieren, mit einer Olympus OMD. Das ist dieses kleine Ding hier. Ich bin wahrscheinlich der mit der kleinsten Kamera heute und morgen. Und arbeite vorwiegend mit Festbrennweiten. Ich erzähle euch heute meine 10 Gebote, so wie ich das sehe, was wichtig ist auf der Straße und was vielleicht nicht so wichtig ist. Das erste Gebot, ich sag mal, beobachten ist viel, viel wichtiger als abzudrücken. Nochmal zum ersten Bild. Also man sieht hier blau-weiß, blau-weiß. Es geht nicht zwingend um die Dame, sondern einfach um den Vordergrund und Hintergrund. Zwei Dinge, die sich ergänzen. Natürlich hat es noch schön geschneit. Das ist auch sehr selten, dass man so ein Bild machen kann. Aber das sieht man, also Bild kann man erst machen, wenn man es sieht. Und es wirkt erst, wenn man auch das Richtige zusammenbringt. Hier ein anderes Beispiel. Der Bananensprayer, der ist da, glaube ich, sogar von hier in der Region. Der Thomas Baumgärtel. Den kannte ich schon. Also seine Bananen kannte ich schon seit 20 Jahren, aber ich habe dann erst etwa 10 Jahre später mal eine Banane gesehen. Und in Luzern hat es auch so eine Banane, da bin ich daran vorbeigelaufen und gewusst, ja, hier ist die Banane. Und etwa 200 oder 500 Meter weiter stand eine Frau mit einer Bananenschale in der Hand, die dann in diese Richtung lief. Dann dachte ich, okay, das könnte funktionieren. Bin dann zurückgerannt und gewartet, bis die Dame dann durchs Bild gelaufen ist. Und plötzlich waren da 10 Leute vorne dran. Ich habe etwa 10 Bilder gemacht und nur eines ist einigermaßen gut. Ist auch nicht perfekt scharf, aber man sieht zwei Bananen, Vordergrund und Hintergrund. Und das muss man erstmal sehen und erkennen, damit man überhaupt das Foto machen kann. Hier einfach rein farblich, Vordergrund, Hintergrund. Ich weiß nicht, wer das gesehen hätte beim Vorbeilaufen, wenn man nicht darauf achtet. Ich achte meistens auf solche Sachen, das fällt mir dann halt auf. Es ist auch so, wenn ich mit Freunden unterwegs bin zum Fotografieren, dann lädt man dann am Tag später die Bilder hoch und dann sagt jeder, ich war dabei, aber ich habe es nicht gesehen. Und das macht halt den Unterschied aus, solche Dinge zu sehen. Und diese Momente waren nur sehr kurz, also da muss man wirklich in dem Moment abdrücken, weil der Ballon dreht sich dann oder das Kind zieht daran oder was weiß ich, die Frau bewegt sich. Und ich frage mich immer, wie man am besten vorgeht, um das so zu sehen. Ist vielleicht noch schwierig zu erklären, aber man achtet halt auf gewisse Dinge, auf Hintergründe, auf Farben, auf Formen, den Menschen dazu. Ich schaue mir oft die Leute sehr genau an, wie sie ausschauen. Ich habe manchmal keine Ahnung, was die Frau für ein Kleid angehabt hat. Dann sagt der Kollege, hast du die Frau gesehen? Ich sage, nee, ich habe nur in die Augen geschaut oder in die Person angeschaut. Und so verpasse ich die unwesentlichen Dinge, die für mich nicht wesentlich sind, aber sehe dann vielleicht mal nicht die schönen Frauenbeine oder so. Hier habe ich auf die Beine geguckt oder auf den Rock, also gestreift und gestreift und das alles auf dem Zebrastreifen. Ist schön, in New York sind die Zebrastreifen weiß, bei uns sind sie orange und das funktioniert da nicht so toll. Aber die Tage danach habe ich dann festgestellt, das war letztes Jahr, in dieser Zeit waren sehr viele Frauen mit gestreiften Röcken unterwegs, also es war nicht mal so abwegig. Hier, wenn man genau hinschaut, sieht man, dass alle drei am Telefon sind. Sogar die Dame hier unten hat einen Telefonhörer in der Hand und alle telefonieren. Und der Titel ist dann Telefonkonferenz. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe das hier erst nachher gesehen. Manchmal kommt noch der Faktor Glück hinzu. Das 11. Gebot ist vielleicht noch Glück dann.
aber nur mit Glück allein geht es auch nicht. Ein anderes Mal sah ich da einen Mann stehen auf diesem Pfosten hier und plötzlich sah ich, dass hier hinten die Frau genau die gleiche Position hat im Schaufenster. Und dann wurde ich nervös, dachte, oh, jetzt muss ich ein Bild machen, sonst ist das weg. Und kurz nachdem ich das Bild gemacht habe, hat er sich dann gedreht und ist anders gestanden. Ja, und so ist es sehr oft, dass dieser Moment sehr, sehr kurz ist und wenn man nicht bereit ist, dann ist er vorbei. Das Gleiche hier. Die Kollegin hat mich schon gesehen, hat dann was gesagt und dann hat sie das Heft abgelegt und so sieht es einfach aus, als wäre das ihr Gesicht. Wer sieht hier eine... Also das Bild ist eigentlich komplett schlecht, aber halt sowas zu sehen, ja, braucht vielleicht eine gewisse Fähigkeit. Aber das Bild nachher zu machen, ist überhaupt nicht spektakulär. So viel zum ersten Gebot. Also lernt zu sehen und versucht, die Dinge zu erkennen. Das braucht sehr, sehr viel Übung, Training. Geht raus, schaut einfach, es könnt ihr im Alltag, wenn ihr unterwegs seid zur Arbeit, könnt ihr die Leute anschauen, könnt ihr Hintergründe anschauen, Werbungen an der Wand. Das kann man täglich machen, das Trainieren des Sehenlernens. Dann ist wichtig, dass man erst abdrückt und dann denkt. Es tönt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn ich zuerst denke, ob ich das Bild nun machen soll oder nicht machen soll, dann ist es vielleicht schon wieder weg. Und viele überlegen sich, ja, kann ich, soll ich, darf ich, mach das Bild und denkt nachher, ob ihr das jetzt löscht oder nicht löscht oder behält oder nicht behält. Weil wenn es gemacht ist, ist es gemacht. Wenn es nicht gemacht ist, dann habt ihr es vielleicht verpasst. Klar, hier ist das jetzt nicht, doch, er hat das Bein nachher runtergekrempelt und dann sieht man das nicht mehr. Oder wenn ich zu lange überlegt hätte, hätte ich das Bild auch nicht gemacht. Ich habe das Bild... Ja, also wenn ich da überlegt hätte vorher, dann wäre es nicht gegangen. Ich habe das Bild gemacht und mir dann überlegt, was passiert jetzt. Bin dann weitergelaufen und es ist nichts passiert. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, entweder sagt sie was oder es kommt eine Sirene oder irgendwas, aber es war nichts. Das Gleiche hier. Ein eher ethisches Problem oder eine, ja, wie soll ich sagen, für mich ist es, hat ein bisschen was mit Ethik zu tun, aber der würde nicht die Fifth Avenue in New York runterrennen, wenn er ein Problem hätte mit seinem Äußeren. Und oftmals ist es so, dass wir als Nichtbehinderten die Behinderten eigentlich mehr behindern, als sie eigentlich in Wirklichkeit sind. Und deshalb habe ich das Bild gemacht und es auch publiziert. Und ich habe mal einen Workshop vor einem Jahr in Beirut gegeben, da war eine Texanerin dabei und die kennt den offensichtlich, das ist ein Marathonläufer aus New York oder so. Dann habe ich sie gefragt, hätte er ein Problem, das Bild so zu sehen? Und sie hat gesagt, nee, überhaupt nicht, weil für ihn ist es sein Leben. Der Pessimist sieht vielleicht, oder hat keine Beine mehr, der Optimist sieht, aber die Technik ist heute so weit, dass man ohne Beine trotzdem joggen kann und einen Marathon laufen kann. Und deshalb finde ich es wichtig, solche Bilder auch zu zeigen. Das Gleiche hier, hätte ich zu viel überlegt, wäre der Blick schon längst wieder weg. Auch wenn man mich hier noch in der Spiegelung sieht, das ist ein Bus, sie sitzt im Bus, ich bin draußen. Und ja, der Moment ist halt sehr kurz, wenn der Blickkontakt da ist. Und wenn ich da zu viel überlege, dann ist das Motiv schnell weg. Der macht sich eine Cherry Coke. Also ich weiß nicht, wie viel Cola drin war, aber... Er hat da umgefüllt und dann nachher getrunken. Aber ich habe ihn erwischt. Er schaut auch ein bisschen erstaunt. Oder wenn ich hier überlegt habe, was sagen jetzt die Eltern, dann hätte ich diesen Moment nicht erwischt. Also der Teddy hier sieht ein bisschen ramponiert aus. Sie hat sich nun von denen entschieden und der Blick ist auch sehr interessant und sehr ehrlich. Das Gleiche hier, das Mädchen hat mich schon gesehen, der Vater noch nicht. Schnell ein Bild machen und dann wieder weg. Ja, wenn ich jetzt da überlegt hätte und soll ich und der Vater und dann wäre das bei mir entstanden. So, nun kommen wir zum, nee, noch nicht, das ist noch nicht das Recht. Aber das Bild hier ist rechtlich vollkommen okay, weil man erkennt ihn gar nicht. Er will zwar nicht fotografiert werden, aber... Ich habe ihn jetzt so abgelichtet, dass man ihn nicht kennt.
böse gesagt. Ich hätte es auch nicht unbedingt fotografieren sollen oder was weiß ich. Aber eben, ich habe halt nicht überlegt, habe das Bild gemacht und dann war er halt schneller. Nee, erwarte das Unerwartete. Ich zeige es schnell in einer Bildserie in Wien auf der Straße. Also das hier ist ein ganz normales Porträt und das ist dann, was passiert, wenn man draufhält und draufbleibt und dann kann einem wirklich einiges passieren. Also seid bereit, seid vorbereitet, habt die Kamera immer eingeschaltet, immer bereit, dass ihr die Bilder machen könnt. Und obwohl ihr vielleicht mal denkt, es passiert sowas, es kann auch komplett anders kommen. Ich habe auch schon erlebt, dass ich einfach nur geguckt habe und gedacht, das gibt's gar nicht und vergessen habe, ein Foto zu machen, weil ich einfach so erstaunt war. Das dürfte eigentlich nicht passieren, einfach Bild machen und nachher dann erstaunt sein. Die Kamera, das vierte Gebot. Für mich ist es nur ein Werkzeug. Ich arbeite eben mit dieser Olympus OMD, ist sicher eine gute Kamera für diesen Bereich, aber ich könnte mir auch eine Leica kaufen. Ich könnte mir eine Fuji X100 kaufen. Schlussendlich spielt das keine Rolle. Wer hat das Gefühl, dass die Kamera bessere Bilder macht? Die Frau macht, sagt, denkt das. Dann kaufe ich eine gute Kamera und dann ist sie glücklich. Ich habe mir kürzlich einen neuen Fernseher gekauft. 55 Zoll. Full HD und wenn ich jetzt einen langweiligen Film gucke, ist er immer noch langweilig, obwohl das Bild perfekt scharf ist. Aber der Film ist nach wie vor langweilig. Also der Film wird nicht besser, wenn der Fernseher groß und in guter Qualität ist. Und mit der Kamera ist es das Gleiche. Die kann das beste Bild machen, wenn da nichts drin ist oder es langweilig gestaltet ist, dann bleibt das Bild langweilig und ihr habt nichts davon. Um das klar zu zeigen, habe ich jetzt 7 Bilder mit 7 verschiedenen Kameras gemacht. Und es wird keiner herausfinden, welche Kamera welches Bild gemacht hat. Ihr könnt jetzt noch 100 Euro auf den Tisch legen und man wird es nicht herausfinden. Ich zeige euch mal die Bilder. Und ja, wer die Leica kennt, soll die Hand erheben. Fangen wir mal so an. Wie bitte? Ich zeige zuerst mal alle Bilder am besten, sonst nicht alle auf einmal. Das ist Berlin, ja. Das war aber nicht die Frage. Sehr gut erkannt. So, welches war die Leica? Die auf dem, nee, das stimmt. Das ist der Leica stand an der Fotokina, aber das war nicht die Leica. Nee, das Problem ist, ich habe mit der Leica ein langweiliges Bild gemacht, das war das Leica-Bild, weil ich das Ding nicht richtig, ich konnte sie mal ein Wochenende lang testen und bin mit dem Autofokus nicht so schnell gewesen und habe da 49 Bilder gemacht und habe wieder meine alte Kamera genommen oder meine bestehende Kamera genommen, weil ich halt einfach nicht mit diesem manuellen Fokus zurechtkam. Es ist keine schlechte Kamera, aber ich kann halt auf der Straße nicht so schnell fokussieren, wie ich damit kann. Also hier macht es auch die Kamera, zum Glück. Ja, das war die X100, GX1, D90. Das war diese hier, OMD. GF1 und D7000, Nikon. Also ihr seht, es ist überhaupt vollkommen egal, was für eine Kamera ihr verwendet. Man sieht es nicht. Es kann sein, dass man gewisse Vorteile hat mit gewissen Kameras, dass sie vielleicht schneller sind oder einfacher. Hier habe ich den Vorteil, dass ich ein Klappdisplay habe. Da kann ich ganz entspannt so fotografieren und kann so ein Bild machen, ohne dass jemand merkt, dass ich ein Bild mache. Oder ich kann am Boden ein Bild machen und muss nicht durch den Sucher gucken. Ich kann so ein Bild machen. Und das ist ein großer Vorteil, finde ich. Es ist sehr kompakt. Normalerweise bin ich so unterwegs mit einem Touristenhut und mache da meine Bilder, als würde ich
als Tourist fotografieren. Das nehmen mir die Leute auch ab mit dieser Kamera, mit einem Spiegelreflex. Denken sie gleich, das ist ein Journalist oder die Bilder kommen dann im Internet. Klar, hier kommen sie auch im Internet, aber das sieht man nicht. Und ja, also es ist sehr, sehr wichtig, wie man auftritt und was man mit seiner Kamera macht. Wenn ich mit einem Spiegelreflex auf die Leute losgehe, dann merken die das eher, als wenn ich hier jetzt so ein bisschen nach hinten gucke und dann das Bild mache von der Person im Vordergrund und dann wieder nach hinten gucke und die Person nie direkt anschaue, dann geht das relativ gut. So, das fünfte Gebot. Mach doch einfach Fotos. Ich stelle immer wieder fest, dass sehr, sehr häufig nur über die Kamera geredet wird. Es wird über Bildbearbeitung geredet. Klar, hier ist der Event ist jetzt halt ein bisschen Photoshop-lastig. Ich kenne nur eine Tastenkombination in Photoshop und das ist Alt F4, den Photoshop wieder zu schließen, weil ich verwende Photoshop gar nicht. Und auch nur die Theorie bringt euch nicht weiter. Also ihr könnt 10 Bücher lesen von allen Fotografen, die ihr kennt. Schlussendlich müsst ihr rausgehen und Bilder machen. Fotofox sind zwar sehr nett zum Leute kennenlernen, aber das ist keine Arbeit. Da macht ihr vielleicht einen Fünftel der Bilder, die ihr sonst macht. Ihr müsst einfach viel Zeit auf der Straße verbringen, auch wenn ihr nur guckt und euch das vorstellt oder die Dinge sieht, wie sie sind. Und ich bin der Meinung, dass je mehr Bilder ihr macht, umso besser werdet ihr. Weil wenn ihr auf einem Marathon trainiert, könnt ihr auch nur mit Training besser werden und nicht einfach im Fernsehen Marathon gucken. Das funktioniert auch nicht. Oder Bücher lesen, wie man gut oder schnell rennt. Ja, beim Fotografieren denken alle, wenn ich einen Photoshop-Kurs mache, bin ich dann ein besserer Fotograf. Also nichts gegen Calvin Hollywood, er ist gar nicht mehr hier, glaube ich. Ich bin ja auch sehr begeistert von seinen Bildern, aber das Bild muss halt irgendwo entstehen und das ist auf der Straße. Regelmäßigkeit finde ich wichtig, weil wenn ihr regelmäßig fotografieren geht, dann ist das ein regelmäßiger Teil in eurem Leben. Und nur einfach mal am Wochenende alle 2-3 Monate zu fotografieren, bringt euch weniger weit, als wenn ihr sagt, ich gehe immer Freitagmittag um 12 eine halbe Stunde fotografieren. Je nachdem, wo ihr arbeitet, über den Mittag könnt ihr schnell rausgehen, eine Runde drehen. Das kann schon genug sein, auch wenn ihr nur ein gutes Bild macht. Aber macht es regelmäßig. Oder verbindet zwei Passionen miteinander. Ich reise sehr gerne, ich reise auch sehr viel und fotografiere. Also ich gehe eigentlich zum Fotografieren dahin. Aber man könnte auch, was weiß ich, beim Joggen irgendwie denken, okay, jetzt mache ich noch ein paar Fotos. Oder versucht, zwei Dinge, die ihr gerne macht, zu verbinden, zusammen mit der Fotografie. Und findet Leute, die das Gleiche machen. Es ist relativ schwierig, Streetfotografen kennenzulernen, außer übers Internet, weil in meinem Bekanntenkreis macht das niemand. Es stehen auch viele Leute nicht, wenn ich erkläre, ich mache da Bilder auf der Straße von fremden Leuten. Dann denken die alle, wie sieht das wohl aus? Und dann zeige ich dann die Bilder und dann verstehen sie es. Oder dann sehen sie, wie das ist. So, das Recht wird grundsätzlich überbewertet. Sage ich jetzt mal so ganz locker. Was aber nicht heißt, dass das Recht nicht da ist. Also wer macht keine Streets wegen dem Recht? Ja, etwa ein Drittel oder ein Viertel. Gut, dann zeige ich euch ein paar Bilder, die vom Recht her vollkommen okay sind, aber immer noch gute Bilder sind. Alles ausreden, sage ich jetzt mal. Zum Beispiel dieses Bild hier. Die Frau erkennt man nicht. Ich denke, ist überhaupt kein Problem, ist trotzdem ein gutes Bild. Wurde auch in Riga aufgenommen. Ich weiß nicht, ob die solche Gesetze haben wie wir hier. Ist das meine Mutter? Sie hat mich gefunden. Oder sowas. Linien, also Zebrastreifen und Linien auf die andere Seite. Vollkommen okay vom Gesetz her. Für mich eins meiner besten Bilder. Kann jeder machen. Klar, ob es das nun... Wenn die sich jetzt umdrehen und du die Beine fotografierst, musst du dich halt erklären. Aber das hat nichts mit dem Gesetz zu tun. Das ist dann eine andere Geschichte. Aber sobald ihr eine gute Ausrede habt oder eine Antwort bereit habt, die den Fotografierten ja, zufriedenstellt, dann ist das okay. Also sagt, ihr macht eine Arbeit für einen Fotokurs, was weiß ich, und ihr müsst jetzt da Linien fotografieren und die Leute nehmen einem das ab. Sowas hier kann man in jedem Bahnhof machen.
irgendwo, wo die Leute stehen und auf den Zug warten. U-Bahnhöfe, normale Bahnhöfe. Das gleiche hier, den erkennt man auch nicht. Mein bestes Bild wahrscheinlich. Ja, da gibt es nichts wegen Gesetz und da könnte man 20 Leute hinstellen, die sehen alle gleich aus. Oder auch in Köln, da war ich letztes Jahr, glaube ich, an einem Workshop hier, bin da unten durchgelaufen und wir hatten vorher schon Gegenlichtaufnahmen gemacht und habe ich gesehen, oh, da ist jemand am Klettern, das könnte von der anderen Seite ziemlich interessant aussehen und genauso hat es dann ausgesehen. Obwohl die, die bergsteigen, sehen, dass die da im Seil hängt und eigentlich gar nicht bergsteigt, sondern einfach da hängt, aber das war mir dann zu dem Zeitpunkt egal, das wusste ich gar nicht. Oder nur Schatten funktionieren auch sehr gut. Man sieht sogar noch ein bisschen den Umriss der Person. Das ist in einem Bahnhof drin mit Gegenlicht. Da wartet man einfach so lange, bis nicht zu viele Leute oder bis überhaupt jemand kommt. Oder man macht nur ein Detail. Zwei Schachspieler. Ist auch überhaupt kein Problem. Andere Perspektiven wählen, wo man das Gesicht nicht sieht, aber genau sieht, was er macht und wo es ist. Man sieht genau, wo er das ist. War in Schottland. Etwas Ähnliches hier, mit, wo man eigentlich die Einsamkeit ein bisschen festhält am Flughafen. Sehr wenig Licht. Auch in Farbe, weil es sehr wenig Farben hat. Es hat nur braun und ein bisschen so grau-blau. Und dann funktionieren farbige Bilder für mich, wenn es nicht zu viel Farbe hat. Wobei hier hat es viele Farben, aber irgendwie funktioniert es auch besser als in Schwarz-Weiß. Aber normalerweise mache ich das in Schwarz-Weiß, weil es die Farbe lenkt oftmals ab. In der Stadt hat es so viele bunte Farben, dass es einfach zu viel ist fürs Auge oder für mich. Den erkennt man auch nicht. Ist auch ein interessantes Bild von der Perspektive her. Der Vorteil, wenn man solche Bilder macht, wo man die Leute nicht erkennt, die gesetzlich okay sind, kann man die auch theoretisch verkaufen. Das ist jetzt mein Stream bei Getty Images. Bei Flickr kann man ankreuzen, ob Getty einem einladen soll oder darf oder könnte, um Bilder einzusenden. Da habe ich etwa 40 Einladungen gekriegt. Bei 24 wollten sie einen Model-Release-Vertrag sehen, weil ein Gesicht drauf war. Konnte ich natürlich nicht liefern. Und das sind die restlichen 16 Bilder, wo kein Gesicht drauf ist und die jetzt nur noch zum Verkauf stehen. Nicht, dass ich damit Geld verdienen möchte oder will. Bis jetzt habe ich in 6 Monaten etwa 4 Bilder verkauft, etwa 80 Euro eingenommen. Also ist nicht viel, aber es ist auch nicht mein Zweck, dass ich das möchte. Aber wenn die anfragen und ein Bild wollen dann, und ich nichts tun muss dafür, dann mache ich das natürlich, ist da kein Problem. Und das Geld werde ich dann irgendwann in einem Wettbewerb oder irgendwas sponsern. So, das 7. Gebot. Hört nicht auf die anderen. Seid so, wie ihr seid. Tragt den großen Kopfhörer und eine Fliege dazu. Nee, ich möchte kurz erklären, wie das Bild hier entstanden ist. Das vom Cover, also vom Anfang. Da war ich in Istanbul. In einem Viertel, das nennt sich Tarlabashi, das ist ziemlich so ein berüchtigtes Viertel. Viele sagen auch, es sei gefährlich, dort zu fotografieren. Ich ging trotzdem hin mit einem Kollegen am Nachmittag, also es war nicht abends oder so. Dann waren 2 Jungs mit einer Pistole und sobald sie die Kamera gesehen haben, haben sie angefangen zu posieren. Ich spreche kein Türkisch, sie sprechen kein Englisch, also wir konnten nicht kommunizieren. Und da sind dann verschiedene Bilder entstanden. Der hat da posiert innerhalb von kürzester Zeit, etwa 4 verschiedene Posen und hat halt auch Dinge getan, wo jede Mutter sagt, das darfst du mit deiner Pistole nicht tun. Ich habe einfach nur abgedrückt. Und das letzte Bild war dann dieses hier. Das habe ich dann hochgeladen und dann ging die Diskussion los. Ja, man darf das nicht publizieren und hättest du mal nicht abgedrückt und Kinder sollten nicht mit Waffen spielen. Also meine Aufgabe sehe ich das als das Dokumentieren des Alltags, was halt passiert. Und deshalb mache ich halt so ein Bild und denke halt erst nachher darüber nach, ob ich es publizieren soll. Und für mich ist es ein sehr intensives Bild, das halt zeigt, dass der Junge so posiert hat und dass vielleicht seine Mutter andere Probleme hat,
als ihm das, die Waffe wegzunehmen oder ihm das auch nicht gesagt hat, dass man das nicht tut. Und ja, man muss halt damit leben, dass es halt Kritik gibt im Internet und dass viele Menschen da das Gefühl hätten, man dürfe nur die schönen Bilder publizieren und das, was auch nicht die Realität zeigt. Ist nur gespielt, das ist klar, aber es, ja, ich habe es halt trotzdem publiziert. Und da muss man sich mit sich selber halt einig sein, was will ich publizieren, was nicht, was ist gut, was ist schlecht, was kommt an, will ich nur Bilder machen, weil alle sagen, toll, schön, oder kann ich auch mal was Kritisches publizieren, was vielleicht nicht jeder toll findet. Und wenn ich jedem Rat gefolgt wäre, der Kelvin hat es heute auch schon mal gesagt, ich sage jetzt nicht, es sei immer von Deutschen gekommen, aber es ist oftmals so, es gibt so deutsche Communities, eine deutsche Foto-Community, da wurde ich schon oftmals kritisiert wegen meinen Bildern. Und wenn du meine Bilder bei Flickr hochlädst oder bei 500 Pixel, dann kommen diese Diskussionen nicht. Ich weiß nicht, ob es ein kulturelles Problem ist, aber da fragt vielleicht mal einen, hast du den gefragt oder nicht, aber dann kriegst du nicht gerade Schelte und sagt, ja, das Gesetz sagt das und das, du darfst das nicht. Keine Ahnung. Also ich bin jetzt auch nicht mehr in der Foto-Community dabei. Wie bitte? Selbst entschieden. Sie haben mich nicht rausgeschmissen, nein. Selbst entschieden, weil ich halt auch weiterkommen wollte und über den deutschsprachigen Raum hinaus meine Bilder zeigen wollte. Vielleicht ein Tipp, versucht nicht nur regional Fotos zu zeigen, sondern auch mal bei Flickr oder 500 Pix, Google Plus, Facebook, was weiß ich. Weil die Foto-Community ist eine gute Sache. Ich habe da viele Leute kennengelernt. Aber es gibt dann halt auch viele Leute, die sehr heftig diskutieren. Und ja, wer ist in der Foto-Community? Jetzt traut sich keiner aufzustecken. Nee, es ist okay, aber es ist einfach, ich habe sehr viele unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Vor allem jetzt in Sachen Diskussionen ums Recht am eigenen Bild. Und bis jetzt habe ich noch keine Probleme gehabt mit dem Veröffentlichen der Bilder. Ich trage bewusst das Risiko, das weiß ich. Das kann mir auch niemand verbieten. Ich weiß nicht, was passieren wird oder was passieren kann, aber ich bin nach wie vor der Meinung, es kann nicht so viel passieren. Ich muss das Bild wegnehmen. Ich verlange ja kein Geld dafür. Also ich kann finanziell habe ich mich nicht bereichert. Es ist auch nicht ein großer Schaden entstanden bei dem, der auf dem Bild ist. Also kann mich vielleicht verklagen für was weiß ich. Keine Ahnung. Also es ist noch nichts passiert. Ich habe auch letztes oder Anfangsjahr einen Rechtsanwalt kennengelernt, der sich im Kunstrecht auskennt. Der ist hier in Köln, der Jan Weber, kunstrecht.de oder so. Der hat mir angeboten, mich kostenlos zu vertreten, falls mal was passiert. Also wir möchten beide eigentlich, dass mal was passiert, dass man einen Präzedenzfall schaffen kann und dann endlich Ruhe ist in all den Foren, weil jeder sagt irgendetwas. Jeder ist ein Rechtsanwalt, das ist wie beim Fußball, die 20.000 Schiedsrichter auf der Tribüne. Jeder weiß es besser, einer muss entscheiden. Und ich mache es einfach mal und schau mal, was passiert. Wir werden es sehen. Also bis jetzt sind mehr als 3 Jahre nichts passiert. Vielleicht bilden sie dann irgendwelche Gruppen und verklagen mich dann zusammen, wer weiß. Wenn es alle gleich machen würden, dann wäre es langweilig. Am Morgen hat der Michael Jordan mal etwas erzählt über vom Alltäglichen zum Besonderen. Ich habe versucht, und ich versuche immer, interessante Bilder zu machen, indem ich andere Blickwinkel wähle, dass ich andere Positionen einnehme, mit der Schärfe spiele, Details aufnehme, einfach nicht das, was die anderen machen. Dann gehe ich auch mal in so eine Pose. Man sieht hier macht jemand ein Bild von 1,70 Meter, das ist sicher langweilig, weil das sehen wir jeden Tag. Alles, was auf Augenhöhe passiert, sehen wir jeden Tag und das wirkt langweilig. Das Bild hat dann so ausgesehen. Und so ist es entstanden. Ich bin da, der musste da zwar noch ziemlich stark bremsen, damit er mich nicht überfahren hat, aber ich dachte mir, das Risiko kann ich eingehen. Und es hat sich gelohnt. Das war natürlich Glück, dass der da hinten genau unten dran war. Aber ich stelle mich da hin, mache ein paar Bilder in Serie und schaue mal, was passiert. Das Gleiche hier. Eigentlich eine ganz normale Szene.
Und das, ich habe etwa 20 Bilder gemacht, er hat nichts gemerkt. Vielleicht war er auch taub, ich weiß es nicht. Und das Bild sah dann so aus. Also sowas wäre überhaupt nicht interessant. Da ist es halt von der Art der Perspektive wird es interessanter. Ich versuche auch mal andere Stilmittel einzubeziehen, wie zum Beispiel Silhouetten. Das ist bei mir zu Hause, da wo ich wohne, beim Hafen. Da hat es einen Hafen ohne Geländer, also es ist einfach flach und da geht es ins Wasser runter. Also man sieht hier knapp noch den See, hier noch ein paar Berge. Und da ist einer vom Fischen zurückgekommen und den habe ich dann fotografiert. Die Kamera flach auf dem Boden, damit man keinen Hintergrund, also der Weg nicht ins Bild kommt. Und so kann man auch sehr gute Bilder machen. Ist rechtlich auch vollkommen okay, aber das kommt sehr gut an. Ich mache in letzter Zeit auch viel Grafisches. Da stelle ich mich irgendwo hin, wo es Linien hat und warte, bis dann eine Person vorbeikommt oder vorbeirennt und drücke dann ab, wenn er sich am richtigen Ort befindet. Und ist auch etwas, was man machen kann, was rechtlich okay ist, sehr gut ankommt, auch ansprechend wirkt. Man braucht hier ein bisschen das Auge fürs Grafische. Dann habe ich festgestellt, dass ich da draußen schon mal war und ein Bild gemacht habe. Nach der Fotokina war ich an der Walker Evans Ausstellung da draußen. Die Ausstellung war relativ, ich habe mich nicht auf den Hocker gehauen, aber ich habe dieses Bild gemacht und das ist auch ziemlich, die Leute haben es sehr toll gefunden, weil man dann halt verschiedene Treppen sieht, hier Treppe, hier Treppe, hier Treppe. Die Lampe ist übrigens heute noch kaputt da draußen. Ich habe es vorher nochmals gemacht und manchmal braucht es nicht sehr viel, man muss einfach irgendwo hinkommen und schauen, okay, hier könnte ein Bild entstehen, dann schaut man mal, wie man das ausrichten könnte und wartet dann auf den richtigen Moment, bis jemand ins Bild läuft. Nur die Treppe alleine wäre für mich ein totes Bild, also ich möchte immer eine Person im Bild haben und irgendein Leben ins Bild bringen, durch eine Person, eine Bewegung, irgendetwas. Dann eine andere Geschichte. Ein gutes Bild muss nicht zwingend scharf sein. Viele denken, ein Bild muss perfekt belichtet und perfekt scharf sein. Hier ist auch ein bisschen, ja, es geht so, war ein bisschen dunkel. Aber für mich, ich habe irgendwann mal festgestellt, dass wenn ein Bild eine Aussage hat oder einen starken Inhalt hat, ist es eigentlich, es ist schade, wenn es nicht scharf ist, aber lieber ein unscharfes Bild mit einem Inhalt, als ein scharfes Bild, das keinen Inhalt hat. Belichtung und Schärfe wird auch überbewertet, weil viele denken, ein perfekt belichtetes Bild und ein perfekt scharfes Bild ist gut, aber es ist einfach mal die Hülle gemacht, aber wenn der Inhalt nicht stimmt, dann funktioniert es nicht. Die Kamera macht sehr vieles selbstständig. Also ich habe hier Autofokus, Gesichtserkennung, Auto-ISO, ich fotografiere auf P, Knapp-Display, also ich mache eigentlich nichts. Ich weiß, wie das Ding funktioniert, ich könnte auch manuell alles machen, aber ich habe einfach zu wenig Zeit, um das zu machen. Ich verwende Zeit, um etwas zu sehen und den Rest der Zeit zwischen Sehen und Abdrücken komponiere ich das Bild. Ich zoome auch nicht, weil ich habe eine feste Brennweite, bei Zoomen verliere ich auch Zeit. Also warum nicht alles der Kamera auslagern, weil die kann das. Man muss der Kamera natürlich vertrauen. Ich habe viele, die denken, die sagen, nee, die Kamera ist nicht so gut und bei der Blende und so ist das nicht scharf und ich mache das von Hand. Kannst du machen, dann jammere aber nicht, wenn das Bild verpasst, weil du dann am Scharfstellen bist oder am Rumdrücken bist. Ich bin noch nicht bereit, ich habe noch nichts eingestellt. Meine Kamera ist immer bereit, ich muss nur kurz den Knopf drücken, dann erwacht sie wieder und dann kann ich ein Bild machen. Und ich weiß, es ist perfekt belichtet. Und ich kümmere mich nur um die Bildgestaltung. Also den Inhalt, den sehe ich vorher, bevor ich das Bild mache, dann gestalte ich. Und ich sage, 50% ist der Inhalt und 50% die Gestaltung. Bildbearbeitung ist eine Minute Bearbeitung. Habe ich einen 10 Minuten? Danke. Eben, ich bearbeite eine Minute, habe ich noch 9 Minuten, um über die Bilder zu sprechen, wenn wir noch 10 Minuten haben. Dieses Bild wollte ich zuerst nicht hochladen, weil die Frau nicht perfekt scharf ist. Als ich es hochgeladen habe, wusste ich, dass ich einen Fehler gemacht hätte, es nicht zu tun. Weil das ist das interessanteste Bild auf Flickr mit den meisten Views, Favoriten und Kommentaren. Also das Interestingness heißt das dort, also wie es im Zusammenspiel mit all diesen Sachen.
weil es halt einfach eine sehr starke Aussage hat, interessant komponiert ist. Der leere Raum, der leere Zug, die Zeit kann man nicht genau abschätzen. Das war letzten Sommer entstanden in Armenien, da sehen die Züge noch so aus. Und das war halt interessant. Und es ist nicht perfekt scharf, es ist zwar gut belichtet, aber eben, da habe ich gelernt, dass Schärfe nicht wichtig ist. Viel wichtiger ist der Inhalt. Also ich behaupte, es ist die gleiche Frau, einfach etwa 30 Jahre später. Dann die Züge in Riga sehen ähnlich aus wie in Armenien. Die haben einfach schon ein bisschen Polster statt Holz. Aber vom Design her sind die ziemlich ähnlich. Habe ich wieder die ähnliche Situation wie vorher. Also ich mag auch Bahnhöfe und Züge. Ich bin an einem Bahnhof aufgewachsen. Ich denke, es liegt daran, weil man da halt sehr viele Leute trifft, sehr viele Linien und Formen und was weiß ich sieht. Und das wechselt sehr schnell, die Leute kommen und gehen. Man hat arme Leute und sehr reiche Leute. Man hat einfach die ganze Gesellschaft, die da durch den Bahnhof geht. Hier ein Bild, das war mehr eine Dokumentation über ein Restaurant in Beirut. Ist gut gestaltet, irgendwie. Man sieht ein bisschen Vordergrund, Hintergrund. Oder halt grafische Sachen, wie ich es auch schon gemacht habe. Ist, glaube ich, auch in Köln. Ich weiß nicht, wie es da heißt, ein ganz moderner S-Bahnhof oder U-Bahnhof. Ja, Bildgestaltung finde ich viel wichtiger als, wie gesagt, Schärfe und Belichtung. Und wenn man dann viele Sachen zusammen kombinieren kann, ein bisschen Stimmung und Emotionen und ein schönes Bild, dann kann man hier einen guten Titel drunter setzen und dann funktioniert so ein Bild sehr gut. Und das kann man, ich würde mal sagen, fast überall machen. Dann das 10. Gebot. Es geht nicht um Geld. Ich denke, viele, die hier präsentiert haben, die machen das hauptberuflich. Ist auch vollkommen okay. Die können damit auch Geld verdienen. Ich kann es nicht, ich möchte es auch nicht. Man sollte sich auch nicht zum Ziel machen, damit Geld verdienen zu möchten oder das wollen. Ich gebe meine Bilder, alle meine Bilder bei Flickr umsonst. Also Creative Commons, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine Lizenz, wo man sagen kann, mein Bild kann weiterverwendet werden. Man hat verschiedene Stufen. Die tiefste Stufe ist nur Namensnennung. Also man gibt das Bild frei. Der es verwenden kann, kann es nehmen und muss auf meinen Namen erwähnen. Dann gibt es noch Stufen mit, man darf es nicht bearbeiten, man darf es nicht kommerziell nutzen und so weiter. Aber ich denke, man kann trotzdem etwas bewirken. Man kann, für mich ist Ruhm und Ehre viel wichtiger als Geld. Weil ich habe ja einen Job, der bezahlt alle meine kleinen Equipments, die eigentlich gar nicht so teuer sind. Und Freunde zu haben, ist für mich viel wichtiger als ein volles Bankkonto. Also ich kenne sehr viele Streetfotografen, ich reise auch sehr viel. Ich war letzte Woche wieder in Beirut zum dritten Mal, kenne da etwa 30 Leute. Wir gehen zusammen fotografieren, sind dann vielleicht wieder ein Jahr getrennt, sind über Facebook in Kontakt. Und das macht halt sehr großen Spaß. Vernetzt euch, wie es der Kelvin gesagt hat, Social Media, teilt Bilder, gebt sie weiter, macht kein Wasserzeichen darunter, weil das bringt nichts, das stört das Bild. Ich habe schon erwähnt, Facebook, Flickr, Google Plus und so weiter. Und ich habe ja alle meine Freunde in Anführungszeichen übers Internet kennengelernt. Wenn man auf der Straße trifft, man wenig Fotografen, die das Gleiche machen. Obwohl ich bin auch schon in Istanbul von einem Fremden angesprochen worden, ob ich jetzt der Thomas sei. Ich habe gesagt, ja, schön, dass du mich erkannt hast. Ist doch noch interessant, dass man in einer so großen Stadt, dass da genau einer kommt, der mich kennt und mich anspricht. Und mit dem bin ich dann zweimal fotografieren gegangen. Und habe jetzt einen neuen Kontakt in Istanbul. Auch eine schöne Stadt zum Fotografieren. Oder ich war beim BIS-Magazin in München, habe einen Workshop gemacht umsonst und 2700 Euro gestiftet oder gespendet für das Magazin. Das gleiche dann beim Draußenseiter hier in Köln. Das ist übrigens Sebastian Staude, ein guter Freund von mir. Der war zweimal dabei. Und ich denke, das ist auch eine gute Sache, der Straße etwas zurückzugeben, weil sie gibt mir ja eigentlich meine Passion oder meine Lebensfreude, dass ich da rausgehen kann, Bilder machen kann. Und so habe ich versucht, der Straße was zurückzugeben. Und ich denke, sowas mache ich dann wieder mal. Workshops im Moment nicht, weil ich halt einfach nicht so... Es wiederholt sich halt immer das Gleiche zu erzählen und ich gehe lieber raus, um Bilder zu machen. Aber für sowas bin ich gerne bereit, wieder mal was zu machen.
So, ich denke, das war's gewesen. Wer mehr wissen möchte, ich habe 3 E-Books publiziert. Die sind alle umsonst als PDF auf meiner Webseite runterzuladen. Sind in Englisch. Also leider, ja, ich habe das bewusst so gemacht, dass das mehr Leute lesen können, weil ich wollte mein Wissen weitergeben und gedacht, ja, wenn ich es auf Deutsch mache, lesen es vielleicht 20. der Leute, die es lesen könnten. Und ich habe dann nach einem Jahr beim ersten Buch noch etwa 120.000 Downloads aufgehört zu zählen. Und dann sagt dann jeder, hätte es nur 1 Euro verdient, dann wärst du jetzt reich. Aber dann hätte es vielleicht nur 5.000 runtergeladen und das wäre dann nicht so verbreitet. Und das hätte mir nicht so viel gebracht, als wenn ich da jede Woche mal eine E-Mail kriege irgendwo auf der Welt und einer sich bedankt für eins meiner E-Books. Und sagt, ja, wenn du mal in Pakistan bist, dann kommst du vorbei. Oder wenn du mal in Manila bist, kommst du vorbei. Sage ich immer, ja, irgendwann komme ich dann vielleicht, aber es ist nicht so einfach. Für die, die Deutsch sprechen, gibt es bei Video2Brain ein Online-Training. So die Grundlagen. Ich denke, es hat nicht sehr viele Überschneidungen. Ist mit dem Kevin Hollywood zusammen, der hat mich interviewt und mich da begleitet. Gibt es ja, online zu kaufen für 25 Euro. Das konnte ich nicht umsonst machen, weil sonst haben die nichts davon. So, wer hat noch eine Frage? Ja, zunächst mal selber. Die Frage, die ich habe, mit den Brennweiten, die du verwendest, kommst du den Menschen sehr, sehr nah. Mit den Fotos, die du machst, gehst du in die Persönlichkeitssphäre der Menschen hinein. Was du uns aber sagst, ist, fotografiert einfach, frag weder vorher noch nachher. Schießen, Schluss. Ist das richtig? Ja. Also mit der Spiegelreflexkamera, mit einem 50 mm, Crop 1,5, Autofokusdistanz 1,20 m. Also ist gerade so weit weg, dass er dich nicht trifft. Ja. Wobei, ich habe ein Bild, wo ein Mann ganz nah immer näher kommt und das letzte Bild ist dann schwarz, dass er dann die Hand vor die Kamera gehalten hat. Aber das, ja, damit muss man lernen, umzugehen. Und ich fotografiere die Leute, ja, ich gehe nicht so auf sie zu, ich stehe nebenan, warte, bis er mich anguckt und mache dann das Bild und laufe dann weiter. Weil wenn du ihn vorher anguckst, dann schaut er schon mal komisch, weil er weiß, was passiert. Wenn du ihn nachher anguckst, weiß er sowieso, was passiert ist und dann gehen die Diskussionen los und dann... Weitere Fragen? Also mit der habe ich Gesichtserkennung, das funktioniert sehr gut, dann geht es auf das Gesicht. Wenn jemand Zeitung liest, dann kannst du sogar aufs Gesicht fokussieren, auch wenn das Gesicht weiter hinten ist. Bei der Spiegelreflex habe ich oftmals einen Einzelpunkt vorgewählt, weil ich wusste ungefähr, wen ich wo fotografieren möchte. Also kurz vorher, dann habe ich die Kamera in der Hand, wenn ich auf OK drücke, weiß ich, der Punkt ist in der Mitte, dann zweimal rechts und einmal hoch, dann ist der oben rechts. Kamera hoch und abdrücken. Also auf der Nikon geht es so, wie es bei Canon ist, weiß ich nicht. Also ich hatte eine D7000 und da ging das sehr gut. Wieder auf OK drücken, ist der Punkt wieder in der Mitte. Und da kannst du, gerade bei der D90 war das, glaube ich, die hatte nur etwa 11 Punkte, bei der D7000 sind es etwa 39, da musst du dann schon ein bisschen mehr drücken. Aber man bestimmt eigentlich schon vorher, wo der Punkt ist, wenn man so ein Bild macht. Oder wenn du nahe genug dran bist, dann hat es gar keine Blätter mehr im Weg. Du musst einfach dich langsam anschleichen und dann geht das schon. Weitere Frage? Gut. Ich habe noch ein paar Prints hier, gesponsert von Teco. Die liegen da unten mit Visitenkarten. Und wer eins haben möchte, kann es gerne mitnehmen. Ist auf Barit Glossi gedruckt. Und was ich noch erwähnen muss, die Foto-Bundesliga gibt es auch im Bereich Street. Und das E-Mail habt ihr, glaube ich, gekriegt, Anfangswoche oder Mitte Woche. Da ist dann eine Bundesliga mit dem Thema Street, da könnt ihr mitmachen. Da werde ich auch bewerten, Kommentare schreiben. Und ich hoffe, dass da möglichst viele mitmachen. Der Arno hat zwar gesagt, es können nur 24 oder immer jeweils 24 am Stück. Also ich hoffe, dass wir da 10 mal 24 hinbekommen, wenn jeder mitmacht. Und ich freue mich.